Was geht, Leute, und damit ein herzliches Willkommen zum heutigen Minecraft-Video. Heute zeige ich euch, wie ihr diese halbautomatische Weizenfarm aus dem Intro nachbauen könnt. Und ja, wir gehen das Ganze auf jeden Fall Schritt für Schritt nach. Sie ist deutlich, deutlich effizienter als eine ganz normale Weizenfarm, wie ihr sie hier seht. Sprich, ihr spart euch deutlich mehr Zeit ein, wenn ihr das Weizen dann auch vor allem collectet. Und ja, jetzt einfach viel Spaß mit dem Video. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Weil ich habe mir hier auf jeden Fall wieder richtig viel Mühe für dieses Video gegeben, um euch das Ganze so ausführlich wie möglich zu erklären. Und ich wollte mich auf jeden Fall unbedingt nochmal bei meinen ganzen Zuschauern bedanken, die hier die letzten Videos so stark supportet haben. Und für die ganzen Likes und Abos da auf jeden Fall Kuss an jeden, der mich da supportet hat. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hier habt ihr jetzt auf jeden Fall nochmal eine Itemliste, guckt euch die auf jeden Fall an, besorgt euch die Items, die ihr braucht, kommt auch darauf an, wie viele Ebenen ihr bauen wollt und ja, haltet das Video einfach an, besorgt euch die Materialien und dann seid ihr einfach good to go und dann würde ich sagen, können wir das Video auch schon wieder weitermachen. So, das erste, was ihr für den Farmbau tun wollt, ist, ihr snackt euch einfach hier eine Area, die ein bisschen von eurem Haus entfernt ist, weil das ganze Building am Ende nicht so schön aussehen wird, aber sehr effizient sein wird und es wird auch sehr hoch sein, deswegen packt es ein bisschen von eurem Haus weg. So, und jetzt, wenn ihr euch hier die Area located habt, nehmt am besten auch eine etwas flachere, die muss jetzt nicht so perfekt flach sein, das ist nur, damit ich es euch besser zeigen kann, aber es sollte jetzt auch nicht direkt am Berghang sein, sonst könnte der Bau ein bisschen schwierig werden, aber ja, let's get started. Also, für den Start nehmt ihr euch hier auf jeden Fall erstmal ein Stück soliden Block, ich benutze jetzt hier weiße Wolle, ihr könnt aber jeden soliden Block benutzen, den ihr wollt, also theoretisch auch Gras oder Stein oder was auch immer. Auf jeden Fall placet ihr hier einen soliden Block hin und dann geht hier ein quer und dann zählt ihr hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann geht hier wieder ein nach da drüben, sodass das ganze Ding hier 8 lang ist, so das ist jetzt bei uns. Und dann geht ihr von hier einfach wieder einen Block diagonal rüber. Zack, 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 zack. Und dann lasst ihr das Ganze so abschließen, dass das diese Form hat. Dann nehmt ihr euch einfach eine Chest und ein paar Hopper. Und dann baut ihr euch einmal hier so relativ in der Mitte. Das geht natürlich, das geht bei 8 hier auch ganz schön. Ihr baut hier in der Mitte 2 Blöcke runter und placet dann hier so eine Double Chest. Und in diese Double Chest jeweils 2 Hopper reinzeigend. Das macht ihr einfach, indem ihr es schleicht und dann Rechtsklick drückt. Und dann zeigt er hier rein. Und dann jeweils ein Hopper, der immer in den nächsten zeigt. Ich habe jetzt hier einen Resource Pack, deswegen zeigt er mir das an. Die zeigen in die Trichter. Und die beiden Trichter zeigen dann nach unten in die Kiste. Das auch einmal auf der anderen Seite, sodass ihr hier einmal eine komplette Reihe an Trichtern habt. Dann nehmt ihr euch jetzt hier nochmal euren soliden Block und placet hier überall hier hinten nochmal 2 solide Blöcke drauf. Zack, 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 zack. Jetzt kommen noch hier so 2 Blöcke hin und hier 2. Und jetzt können wir schon mit dem Farmbau beginnen. So, dann nehmt ihr euch einfach ein bisschen Erde und placet das hier so neben die Hopper einmal überall dran. So, und das hier dann auch 8 Erde sind. Aber das ist ja sowieso schon, weil ihr hier 8 abgezählt habt. Jetzt geht hier genau 7 weitere Blöcke nach hinten, sodass es mit diesem Block hier zusammen 8 sind. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und jetzt macht ihr daraus einmal ein schnelles Viereck. Also verbindet hier einfach jeweils die Seiten miteinander, sodass dann hier so eine 8x8 Area entsteht. Dann füllt ihr das Ganze einfach nochmal mit Erde aus. So wie ich das jetzt hier tue. So, ich habe jetzt einmal hier die gesamte Area ausgefüllt. Was ihr jetzt macht, ist, ihr nehmt euch einmal Treppenstufen und es ist egal, ob diese Treppenstufen aus Holz sind oder Metall oder whatever. Auf jeden Fall geht ihr dann hier an die Seite. Einfach, ihr geht dann hier einfach sozusagen von links, zählt ihr 1, 2, 3, 4. Auf Blöcke placet ihr dann einfach einmal hier so einen soliden Block dran. Und daran dann nochmal einen soliden Block. Und dann hier einen soliden Block. So. Uff, da habe ich aus den Wollen geplaced. So. Zack, zack. Und dann hier einmal eine Treppe. Dann ist das Ganze von hier 3 und von hier 1, 2, 3, 4. Und dann funktioniert das Ganze. Und jetzt geht ihr einfach einmal genau rüber. Dann geht ihr hier dran.
Placed hier einmal wieder einen soliden Block. Dann hier wieder so. Zack, zack. Und hier wieder eine Treppenstufe. Und was ihr jetzt macht, ist, ihr nehmt euch schnell einen Wassereimer. Und diesen Wassereimer placed ihr jetzt einfach hier rein. Auf beide Seiten. Und dann könnt ihr schon mit eurer Hacke hier einmal das komplette Beet umgraben. So, wenn das Beet dann umgegraben ist, dann wird das hier nach und nach bewässert. Und dann sehen wir uns einmal, wenn das gesamte Beet bewässert ist. So, jetzt ist hier einmal alles bewässert worden. Und wenn das hier richtig ist, dann machen wir direkt mit der nächsten Ebene weiter. Und zwar, nachdem ihr jetzt hier diesen achten Block geplaced habt, kommt jetzt hier ein temporärer Block drauf und darauf wieder ein Erdblock. Und dann zieht ihr den hier genauso breit wie die andere, wie diese andere Ebene hier. Bloß diesmal wird die hier nach hinten nicht insgesamt 8 lang, sondern nur 7. Das heißt, hier ist der erste, dann kommt ein zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster und siebter Erdblock. So dass das Ganze dann hier genau 7 Erdblöcke lang ist. Sonst wird die Farm nicht funktionieren. Also da passt auf jeden Fall genau auf. Und ja, jetzt machen wir daraus wieder ein Viereck. So. Connecten alle Seiten miteinander und befüllen jetzt auch einmal alles schnell mit Erde. So, wenn ihr jetzt hier alles gebaut habt, dann nehmt ihr euch noch genau den mittleren Block hier. Das sind genau 3 von hier. 1, 2, 3 und dann hier der vierte oder von drüben. 1, 2, 3 und hier ist der vierte. Und dann geht ihr einfach neben diesem Block, placed ihr jeweils wieder 2 solide Blöcke und dann umrandet ihr das wieder. Und place auch dort eine Treppenstufe rein. Das macht jetzt auf beiden Seiten. Also entweder sucht ihr euch jetzt hier drüben auch wieder manuell die Mitte. Oder ihr geht einfach von dieser Treppe aus, ja, einfach eine gerade Linie rüber. Und place dann genau, und baut dann genau dasselbe wie da unten und da drüben. Einfach nochmal nach. So, zack. Und dann werdet ihr auch wieder diese beiden mit Wasser befüllen müssen. Und dann könnt ihr das Ganze auch einfach schon wieder umgraben. So, und wenn jetzt auch diese Ebene fertig ist, dann machen wir jetzt einfach nochmal eine letzte Ebene. Ihr könnt das Ganze dann einfach gleich, so wie ich euch das zeige, noch unendlich weiter nach oben bauen. Das heißt, ihr müsst ab jetzt einfach bei jeder Ebene, die ihr zusammen, dazu baut, mit Ausnahme der ersten, aber hier bei den allen, die hier dazwischen, die nach der ersten kommen, werdet ihr es jetzt genauso weiterbauen, wie ich euch das zeige. Und zwar, ihr baut immer nach diesen 7 Blöcken hier einfach wieder eine neue Ebene, zieht die dann hier wieder in die volle Breite, so, zack, 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 zack. Also hier in eine Länge von 7, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 und der siebte Block. Und dann macht ihr auch hier wieder ein Viereck. Das heißt, ab jetzt jede einzelne Ebene, die noch oben drauf kommt, muss genau 7 lang sein und genau diese Breite haben, weil sonst wird das Ganze nicht richtig funktionieren. Ihr könnt davon jetzt eigentlich bis eigentlich unendlich viele Schichten bauen, bis ihr das maximale Baulimit erreicht habt. Aber ja, ich will jetzt hier nicht den Rahmen des Videos sprengen, deswegen zeige ich euch das jetzt nur noch mit dieser letzten Schicht. Und ja, dann müsst ihr hier einfach wieder 3 von der Seite abziehen. 1, 2, 3 und dann geht ihr hier wieder an diesen dritten Block und hier an den dritten Block von da, so dass hier wieder der mittlere Block so von diesen beiden umzingelt ist. Dann placed ihr hinten wieder so eine Reihe von 3 Blöcken dran, daran wieder eine Treppenstufe. Das Ganze jetzt wieder auf der anderen Seite machen. Zack, 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 zack. Und dann kommt hier einmal wieder eine Treppenstufe hin, beide wieder mit Wasser befüllen und dann das Ganze noch ein letztes Mal umgraben. So, und jetzt habe ich das Ganze nochmal umgegraben und das war es jetzt eigentlich auch schon damit. Was wir jetzt machen, ist, wir bauen die ganze Redstone-Technik, damit das Ganze hier dann auch am Ende wirklich AFK abgefarmt wird und ihr dann nichts mehr selber fürs Abbauen des Weizens und der Samen machen müsst. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal nach hinten und keine Angst, ich erkläre das mit euch mit dem Redstone wirklich Schritt für Schritt und ihr braucht da gar keine Angst haben, dass ihr da irgendwas falsch macht oder so. Das werde ich auf jeden Fall jetzt ganz ausführlich erklären. So, wie ihr das Ganze nämlich einmal beginnt, ist, ihr geht hier unter
die Farm hier an den letzten Block sozusagen, von der Farm hier so ausgesehen. Und dann placed ihr da einmal einen temporären Block drunter und darauf nochmal einen Block. Und dann placed ihr jetzt hier ein Piston drauf. Dann zieht ihr diese Linie von Blöcken einmal ein bisschen nach ganz drüben, sodass das dann hier so aussieht. Also ihr könnt hier wirklich jeden soliden Block benutzen, den ihr wollt. Ich benutze jetzt einfach nur rote Wolle, weil das einfach am kenntlichsten ist und am besten fürs Video. So, jetzt nehmen wir uns einmal hier die Pistons und placen die hier einmal alle so in eine Reihe. Und dann nehmen wir uns hier wieder unseren soliden Block, placen den hier einmal so und dann geht hier einer hin und dann zieht ihr diese Reihe hier nochmal ganz wichtig nach, bis nach ganz drüben. Jetzt könnt ihr diese beiden Blöcke hier wieder entfernen. Hauptsache hier ist eine Reihe mit einem Abstand zu den Kolben. Dann nehmt ihr euch jetzt hier eure Redstone-Fackeln und placed jetzt einmal hier überall an jeden von euren soliden Blöcken hier hinten dran, so dass dann hier alle von den Kolben hochfahren. Und wenn das passiert, dann habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Seid euch sicher, dass die hier alle genau auf derselben Höhe sind wie die Kolben. Und dann kann eigentlich nichts falsch laufen. Und auch, dass hier an jedem Block wirklich eine Redstone-Fackel dran ist. Dann nehmt ihr euch jetzt einfach hier schon wieder einen soliden Block und placed dann hier einen hin und entfernt den dann hier. Und dann könnt ihr einfach nochmal eine komplette Reihe an soliden Blöcken hier langziehen, die dann genau hier sozusagen ein hier unter ist. Und dann nehmt ihr euch Redstone Repeater und placed die einmal an jeden Block. Wundert euch nicht, wenn hier die Redstone Fackeln und die Repeater und später auch das Redstone an sich ein bisschen anders aussehen. Das liegt nur daran, dass ich mir ein Resource Pack runtergeladen habe, weil es dann immer ein bisschen schöner zu sehen ist. Was jetzt nämlich sein muss, ist, dass diese Repeater hier in diesen Block rein zeigen und dieser Block halt eine Fackel an sich dran hat, sodass dann am Ende etwas passieren kann, was diesen Mechanismus nachher auslöst. Jetzt nehmt ihr euch hier einfach nochmal eine letzte Reihe an soliden Blöcken nach hinten und placed da jeweils immer einmal Redstone dran, so zack, zack, zack. Und dann geht ihr hier noch so lang und dann war's das auch schon damit. Dann nehmt ihr euch hier einen Repeater. Ihr könnt das hier gleich beliebig lang machen, das ist euch überlassen. Ich mache das jetzt einfach so 3 lang, das würde ich euch auch empfehlen. Das ist, glaube ich, so die perfekte Länge. Und was jetzt nämlich passieren muss, ist, hier müssen sozusagen 3 Redstone sein. Das muss jetzt nicht genau sein, aber dann muss es hier einen Repeater, damit das Signal nicht verloren geht. Und der zeigt dann einmal hier in das gesamte Redstone, welches dann einmal in all diese Repeater zeigt. Dann geht ich hier einfach mal einmal zum Testen an diesen Hebel, legt den um und dann müssten alle von diesen Kolben runtergehen. Und wenn ihr den wieder zurücklegt, sollten alle wieder hochgehen. Und wenn das passiert, habt ihr schon mal alles richtig gemacht. Jetzt nehmt ihr euch nochmal eine Reihe an soliden Blöcken und placed die hier einmal alle über die Redstone-Fackeln, so wie ich das jetzt hier mache, so dass es hier drüber ist. Und jetzt geht ihr hier sozusagen einmal nochmal so hin, also ein hier so drüber, über diese Reihe, die wir gerade eben über die Fackeln gebaut haben und ziehen dann hier nochmal eine Reihe. Der einzige Zweck von diesen Blöcken ist es am Ende, dass das Wasser, was wir hier gleich reinfüllen, nicht auslaufen wird. So, jetzt haben wir hier sozusagen eine Area, wo das Wasser rein kann und dann placen wir jetzt noch überall Kies auf jeden einzelnen Kolben drauf, so. Und dann könnt ihr nämlich diese Fläche, die ihr jetzt hier gerade eben erschaffen habt, könnt ihr jetzt einmal komplett mit Wasser befüllen. So, dazu schnappt ihr euch am besten einmal einen Wassereimer und dann placed ihr hier einfach in jedes Loch, sozusagen in jeden Raum einmal Wasser rein, sodass das Ganze dann zu einem stehenden Gewässer wird. Bei mir schwabbelt das jetzt nur, das liegt so ein bisschen am Shader. Aber ja, wenn sich das Ganze dann nicht bewegt, ich kann es euch einmal ohne Shader zeigen. Ja, dann muss das Ganze so aussehen, wenn das sich am Ende hier so bewegt. Ich zeige es euch einmal, dann ist es falsch. Das muss sich hier wirklich nicht mehr bewegen. Und wir machen den Shader wieder an.
So, mit Shader sieht das Ganze doch auch schon wieder direkt viel schöner aus. By the way, wenn ihr euch den Shader runterladen wollt, dazu packe ich euch auf jeden Fall auch nochmal einen Link in die Description, sodass ihr euch das dann runterladen könnt. Und ich packe euch auch nochmal einen Link hier für dieses Resource Pack in die Beschreibung. Ist von einem coolen YouTuber, Mad Bad Wings heißt der, glaube ich. Checkt den auf jeden Fall auch gerne mal ab, falls ihr ja Red Zone Videos sehen wollt. Aber ja, wir verlieren jetzt hier keine Zeit und bauen jetzt auf jeden Fall die Farm weiter. Was ihr jetzt nämlich als letztes machen müsst, damit die Farm hier auf jeden Fall auch wirklich funktioniert, ist, wir müssen jetzt hier einmal an diesen Kolben hier dran gehen. Und wir müssen auch hier einmal so das hier hinplacen, also dass hier am Ende das Wasser auch nicht rausläuft. Und jetzt müsst ihr hier von diesem unteren Block, müsst ihr jetzt einmal eine Linie hier langziehen, so zack, zack, zack. So, dass es immer einen über diesem Feld ist, damit wenn nachher die Items rausgeschwemmt werden, das Wasser und die Items nicht rausfallen. Das heißt, hier wieder so einen drüber immer, wenn hier eine Etage runter geht, steht das immer noch ein über und geht dann aber auch einen runter, so. Und dann einmal das Ganze bis ans Ende durchziehen, bis wir hier an dieser Wand angekommen sind. Wie gesagt, wenn ihr das halt dann länger baut, die Farm, dann müsst ihr natürlich das ganze Teil auch nochmal länger ziehen, über mehrere Ebenen lang. Ich mache es jetzt nur über so viele Ebenen. Das sollte auf jeden Fall auch komplett ausreichen. So. Und wenn ihr dann auch einmal diese Seite hier durchgezogen habt, dann steht jetzt eurem Glück eigentlich nichts mehr im Wege. Und ihr könnt jetzt hier einfach überall eure Weizensamen reinplacen, die wachsen lassen. Und dann zeige ich euch, wie ihr die Farm benutzt, damit das Ganze dann auch automatisch abgeerntet wird. So, wenn ihr jetzt habt all euer Weizen hier wachsen lassen und ihr seid jetzt der Meinung, hier, das soll jetzt alles abgeerntet werden, dann zeige ich euch jetzt nämlich einmal, wie die Farm funktioniert und womit ihr das Ganze jetzt auslöst. Und zwar geht ihr jetzt hier einmal ans Ende und legt jetzt hier diesen Hebel um und jetzt wird das Ganze gleich richtig clean aussehen und zwar wird das ganze Wasser jetzt hier runterlaufen und wird jetzt das gesamte Weizen und die gesamten Samen abernten und hier am Ende in diese Trichter bringen. Und diese Trichter bringen das jetzt in diese Chest, die wir hier vorhin geplaced haben. Und ja, an diese Chest kommt ihr jetzt ran, indem ihr jetzt hier einfach ein Loch da in die Mitte buddelt, wo ihr die Chest hingeplaced habt. Und jetzt seht ihr, hier wird jetzt das ganze Weizen und die gesamten Samen reinlaufen. Die Hopper sind hier auf jeden Fall noch prall voll. Und ja, ich kann euch jetzt auch mal noch mal ganz kurz ausrechnen, wie viel das Ganze an Weizen herstellt, wenn ihr das hier mit diesen drei Schichten einmal durchlaufen lasst. Ich habe jetzt einmal ganz kurz die Mathe-Rechnung für euch gemacht. Und am Ende müsstet ihr aus der Farm genau 176 Weizen bekommen oder auch 2,75 Stacks, die ihr dann natürlich alle in Brote umcraften könnt. Und wenn ihr das Ganze nach oben weiterbaut, könnt ihr da natürlich noch weitaus mehr Weizen rausbekommen. Und ja, und falls ihr euch sagt, ja, hier komm, ich habe irgendwie nur 4 Weizen oder so und das ist alles, was ich anpflanzen kann, dann ist das gar kein Problem. Nicht wundern, warum es jetzt hier so schnell wächst. Das ist durch eine Einstellung im Spiel, die ich verändert habe. Und ihr sagt, ja, ich habe viel zu wenig Weizen, um all das anzupflanzen, dann ist das gar nicht schlimm. Dann habt ihr erst halt diese, zum Beispiel erst 4 Weizen, dann baut ihr das alles einmal ab und dann habt ihr viel mehr Weizen, das am Ende viel mehr Samen, die am Ende rauskommen. Dann habt ihr nämlich am Ende keine 4 Samen mehr, sondern mindestens 8. Und mit diesen 8 könnt ihr dann wieder anpflanzen und so immer weiter, bis ihr irgendwann alle befüllen könnt. Und ja, diese Farm funktioniert auf jeden Fall ultra, ultra gut. Und falls euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo auf dem Video da. Hat mir auf jeden Fall wieder richtig Spaß gemacht, hier für euch ein Video zu produzieren. Auf jeden Fall viel Spaß beim Nachbauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.